Ja, genau, das ist das Richtige. Das haben wir ja gleich. Oh Gott, jetzt geht. So. Ich hoffe, dass die nicht auf diesen Baum hier klettern können. Das wäre ein bisschen doof. Für mich. Für die Urnenwohner wäre es gut. Aber wer denkt schon an die Urne, oder? Pff. Schließt eure Augen. Wir begeben uns jetzt auf eine Traumreise. Ihr seid an einem wunderschönen Ort. Die Vögel zwitschern. Alles ist wunderbar. Ihr öffnet euren Rucksack und seht einen toten Mann in eurem Rucksack. Und es ist ein Kopf. Ihr nehmt den Kopf jetzt, beziehungsweise ihr lasst ihn drin, nehmt einen Baumstamm, seht einen Vogel vor euch, der irgendwie nur 5 km/h fliegt. Der Vogel ist ein magischer Vogel, denn er fliegt nur 5 km/h die Stunde. Beziehungsweise ein Zentimeter wahrscheinlich eher. Und er erfüllt euch 3 Wünsche. Was würdet ihr euch wünschen? Ihr seid auf einer einsamen Insel übrigens, ne? Und so. Ein Haus, Essen, Geld. Aber ihr wollt nicht von der Insel weg. Ende. So. Das ist manchmal echt Schlauheit. Hauptsache, ihr habt alles auf der Insel und dann seid ihr für euch alleine. Aber wenn ihr keine Kontakte mit anderen habt, dann werdet ihr auch ganz, ganz doof. Das heißt, das mit dem Geld hätte er lassen sollen, denn das bringt ihm ja auf der Insel nichts. Er hätte sich eher Gesellschaft wünschen sollen. Oder am besten alles weglassen und einfach nur nach Hause. Denn das Wetter hier ist auch nicht wie auf der Karibik, ne? Obwohl es ja eigentlich wirklich jetzt schöner ist hier. Muss man ja auch dazu sagen, das ist jetzt fast schon Ibiza. Oder keine Ahnung, ich war noch nie auf Ibiza. Aber es ist nicht so verregnet. Wie in Deutschland. Schätze ich mal. Eigentlich ist man ja froh, wenn es regnet manchmal, aber ich eigentlich nie. Außer ich könnte die Ausrede benutzen, dass ich nicht rausgehen muss. So. Timer sollte ich starten, ab jetzt 20 Minuten. Wir haben ja noch ein paar, aber wir müssen sagen, wir haben schon ziemlich viel geschafft. Für unsere Verhältnisse. Da wir hatten irgendwie mit 125 gestartet oder so, jetzt haben wir schon noch 389. Wir bekommen das auf jeden Fall fertig. Und dieses Obergeschoss will ich eigentlich noch ausbauen, dass wir da irgendwie noch mehr bauen können. Das wünsche ich mir eigentlich. Einfach noch ein bisschen ausbauen. Das ist bestimmt voll schön dann. Wenn es schön ausgebaut ist und alles. Man hat einfach mal in the forest auf einer einsamen Insel so und dann hat man so eine geile Bude einfach mal. Ich hoffe nur, dass die das nicht wegreißen können. Oder dass jetzt irgendwas abstürzt und alles gelöscht ist. Oder dass ich den Spielstand nicht mehr laden kann. Dann wäre ich sowas von weg von der Forest. Nicht Spaß. Müsste ich dann wahrscheinlich akzeptieren, ne? Und dann irgendwann eine neue Hütte bauen und euch dann wieder quälen. Aber es ist auch bei der Forest so, weil wenn irgendwas gelöscht wird, dann macht man immer automatisch ja wieder das Gleiche irgendwann. Ich meine, man kann ja auch dieses eine Haus da bauen, aber ich habe das Gefühl, das Haus bringt nicht so viel, wenn man auch ein Haus selber bauen kann. Ich meine, hätte ich das jetzt nicht an dem Berg gebaut, theoretisch, hätte ich ja auch machen können, dann hätte ich ja noch mehr Holz gebraucht, weil ich auch für die Hinterseite was benutzen hätte müssen. Müssen hätte. Nee, hätte müssen. Hätte müssen. Müssen hätte. Obwohl, nee, doch. Hä? Ich bin verwirrt. Dann hätte ich noch für die Hinterseite etwas benutzen müssen. Dann hätte ich noch für die Hinterseite. Dann müsste ich noch was. Ach, egal. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich den Satz formen wollte, irgendwie. Dann für die Hinterseite noch was benutzen hätte müssen, was? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kümmere mich jetzt ernsthaft mal dann um die Bäume da drüben. Die sind einfach viel näher. Ich habe keinen Bock, irgendwie immer 10.000 Kilometer zu latschen. Das ist... Hau erstmal das ganze Graszeug hier weg. Und dann fällt den Baum ganz normal.
Ich suche jemanden ganz normalen, so wie mich halt. Ja, definitiv. Den suche ich auch. Definitiv. Nein, war nicht sarkastisch gemeint. Miau. Mir kommen die so schief vor. Ist das so oder sind die so schief? Was? Ist das so oder sind die so schief? Oder kommt es einfach nur so vor, so eher? Entweder A, ja, oder B, natürlich. Also irgendwie seltsam die Frage. Bam. So. Da geht's dann nochmal drüber. Hier muss dann auch nochmal. Aber ich muss sagen, ist schon schön überdacht alles. Man könnte ja theoretisch schon. Nee, noch nicht ganz. Oh Gott, schreck mich. Alter, der Blitz, ne? Das merkt ihr bestimmt nicht so. Aber ich erschrecke mich dann immer, weil das so plötzlich kommt. Als Zuschauer erschreckt man sich nicht so leicht, so quasi. Bei Slender ist das auch so, wenn es ich zock, oh Gott. Aber wie, ich guck zu. Na, langweilig. Obwohl ich es jetzt eigentlich gelernt habe, dass ich spielen könnte. Da ich keinen Schiss hatte, aber. Na, ich warte noch ein bisschen. Wir wollen ja nichts überstürzen. The Forest ist ja auch Survival-Horror-Game, ne? Aber Horror ist jetzt eigentlich. Ja, gut geht. Man erschreckt sich schon manchmal, aber. Ja, jetzt auch nicht immer, ne? Wir haben noch genug Zeit. Wir haben noch genug Zeit eigentlich, ja. Der riesige Baumstamm. Die Ureinwohner haben uns auch schon länger nicht mehr besucht. Das ist wirklich sehr nett von denen, dass sie uns ein bisschen Privatsphäre geben. So erwarte ich das auch von Nachbarn. Ja, das ist ja auch prima. Naja, ist halt eine ältere Bude dann. Wir sagen, die steht schon länger dann. Wenn sie uns fragen, was ist denn das? Ja, die steht schon länger. Ach so. Weiß ja keiner. Baupusch. Baschamau. In echt würde das gar nicht gehen. So, och, da ist eine Lücke. Huch, ich weiß nicht. Da wird es bestimmt voll reinregnen dann einfach mal. Alter. Ich würde da nicht wohnen wollen. Ja, füll dich mal auf. Du hast doch noch genug. Achso, du kannst schon nicht mehr, okay. Bam. Vor allem so ein Mini-Baum macht so, boom, ich bin ein Riesenbaum. So quasi irgendwie so, du kommst so rüber. Kann ich ja Ende more Sticks. Ich glaube, ich mache hier ins Eck einen Stickholder, obwohl nee. Hier ins Eck. Dann haben wir immer Sticks dabei. Nee, das war ein Lockholder. Der kann schon wieder nicht mehr. Meine Güte. Bist du empfindlich? Huh. Hat er da einfach schon mal alle Sticks reingetan gerade, oder? Oder bin ich bekloppt? Ich glaube, der hat einfach gleich alle reingelegt, so quasi. Es ist sehr dunkel. Ich finde es hier aber schön. Auch, dass wir hier immer Besuch haben von den Vögeln. Ja, das ist schon sehr toll. Ja, das ist sehr wunderschön. Ein paar Screenshots für die Thumbnails. Außer das Haus, das ist hässlich. Alter, ich komme mir gerade wie so in einem Horrorfilm vor, wenn das hier immer so dunkel ist und du gehst in dein Haus rein und das sieht so schäbig aus eigentlich. So, Leiter weg. Man muss sagen, das Haus sieht nicht so schön aus. Ich glaube, ich mache noch einen Stickholder einfach, weil es vielleicht ein bisschen schöner aussieht. Hierhin. Nimm die Sticks. Nimm deine Sticks da raus.
leuchtet bei dem jetzt falsch? Nur weil ich das hier jetzt hinplatziert habe, rastest du gleich so aus? Hey, ist der Baum jetzt endlich weg? Der geht irgendwie nie weg. Ach, natürlich. Hä, wieso kann der jetzt... Ich habe die Sticks nicht dabei, ich weiß. Hä? Ich frag nicht. Ich frag einfach nicht. Die Vögel zwitschern wieder, das ist schön. Blitzt es da hinten so? Nee, oder? Ja, und dann kann ich nicht raus. Hä? Ach, ich frag nicht. Er kann 20 Sticks halten. 20, dann sind irgendwie so 10 schon drin oder was? Hä? Wo ist denn da die Logik? Hau den Baum weg. Oh Gott, meine Füße tun weh vom ganzen Sitzen. Ich muss mal Bewegung hier reinbringen dann. Erstmal anders hinsetzen, den Baum nebenbei trotzdem fällen. Nicht ablenken lassen. Nee, ich glaube, ich beende dann die Folge. Die Aufnahme nach dieser Folge. So wollte ich sagen. Vielleicht fixen sie da noch ein paar Sachen. Bis zur nächsten Aufnahme. Das wäre cool, das haben sie ja schon mal gemacht. Mal sehen. Es sind ja noch 19 Tage bis zur nächsten Version. Also dauert es wieder ein bisschen. Läuft. Alter, jetzt dachte ich schon, ne? Wäre ich jetzt dazwischen für immer und ewig hängen geblieben, so. Boah. Junge, wäre das ass. Oh Gott. Einfach für immer und ewig in dieser Lücke gefangen, so. Oder war der Specht wieder? Diesen Baum verstehe ich auch nicht, wieso ich den nicht abholzen kann. War das der gerade überhaupt, den ich meinte? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ja, das ist der. Man kann den einfach nicht wegtun. Der ist irgendwie abgestorben, aber irgendwie auch nicht. Verstehe ich nicht. Der ist hier irgendwie drin. Aber man kann ihn wegtun. Das ist ein Kiesel. Spielst du? Ja, anscheinend schon. Anscheinend schon. Ich nehme mal die andere Axt. Der Typ hat schon wieder Hunger, meine Güte. Der hat aber einen Bärenhunger. Jetzt kommt ein Bär vorbei. Den es gar nicht gibt. Oder ein Seebär. Der kommt dann aus diesem Teich gesprungen bis hierher, frisst uns und geht wieder zurück. Komm schon. Boah, Junge. Danke. Wo ist der Baum? Oh. Da war wieder der Lieferservice da. Der hat uns wieder direkt vor die Haustür gebracht. Das ist wieder sehr nett von dem gewesen. Jetzt machen wir den ganzen restlichen jetzt. Da haben wir einen Balkon. Sollen wir den Balkon erstmal fertig bauen? Ich meine, wir haben jetzt alles zugebaut. Fast. Kann man hier durch? Oh. Nein! Oh Gott, Leute. Ich habe Angst. Diese Lücke nervt auf jeden Fall. Aber die ist ja überall. Wieso haben wir das hier fertig? Och nee, das war das eine, das fertig war, oder? Ich könnte das hier natürlich jetzt fertig bauen. Wir könnten hier noch so kurz ein Dach drüber, dass das noch so eine kleine Dachding ist.
Anscheinend geht es nicht. Dann könnte ich das jetzt eigentlich so fertig bauen, oder? Sind ja nicht mehr viele Blöcke und so. Beziehungsweise Holz halt. Blöcke werden sie in Minecraft. Ja, das könnte ich jetzt theoretisch locker fertig bauen. Dann hätte ich hier halt noch so einen kleinen Rand, vielleicht so eine kleine Festung. Dann sähe das ein bisschen wie ein Haus aus. Ja, ich baue das jetzt fertig. Soweit sind wir ja schon mal. Aber erst esse ich noch was. Mal gucken, was wir dann dort oben irgendwie machen können. Ich habe keine Ahnung, wie viele Blätter ich habe. Das zeigt es mir nicht mehr an. Voll doof. Das hat es früher immer angezeigt. Fire torch can be used to light the way or as a weapon. Ist bestimmt cool irgendwie. Da ist das Buch drin. Ich habe gerade gegessen. Läuft. Läuft. Hier ist halt jetzt ein Loch, aber vielleicht springen ja die Ureinwohner drauf und wir können sie irgendwie verkloppen. Das wäre lustig. Ach, da ist noch ein Loch. Das muss noch weg. Das muss auf jeden Fall noch weg. Ja. Was ist denn hier oben eigentlich? Gar nichts? Noch ein Teich? Also wenn du von hier oben so runter guckst, sieht das alles völlig anders aus und ich habe irgendwie die Orientierung schon wieder fast verloren. Es sieht einfach alles total anders aus. Oh, das ist ein Baumstamm. Läuft. Was macht denn der da? Kannst du nicht da runter? Ja, er rollt runter. Bomb. Wow. Alter. Das Landegeräusch kam aber ein bisschen... Ja, okay, war wahrscheinlich ein weiterer Fall darunter. Ich will da nicht runterspringen, ne? Nur zur Info. Oh, da hinten ist voll das süße Kaninchen. Das hat gerade Männchen gemacht. Voll knuffig. Dann haue ich hier einfach alle Bäume weg. Und hol mir die nach und nach. Wie spät? Beziehungsweise wie viel Zeit? Wir haben jetzt 18 Uhr. Geht. Ich renne halt dann in der Nacht noch, also halt bis in die Nacht hinein. 4 Minuten nur noch? Oh. Ich würde das eigentlich noch gerne fertig machen. Oder ich mache die Folge einfach... Alter, es ist laut. Oder ich mache die Folge einfach nur so lange, bis es fertig ist. Kann ich auch machen. Ma'am. Den Baum habe ich gegeben, jo. Ich habe den Baum verprügelt, hihi. Könnte er nicht auch runterfallen? Aber nicht ich, bitte. So, jetzt aber, oder? Ihr fallt doch runter, oder? Oh Gott, wo rollen die denn hin? Ich glaube, ich mache einfach diesen Umweg und guck mal, wo die alle hingegangen sind. Es ist hier wunderschön, das muss man sagen, ne? Es ist wirklich hier wunderschön und ruhig zurzeit. Das glaubst du gar nicht. Okay, hier liegen jetzt die ganzen Baumstämme irgendwie. Ja, genau, das ist das Richtige. Das haben wir ja gleich. Gott, geht's geht. So. Ich hoffe, dass die nicht auf diesen Baum hier klettern können. Das wäre ein bisschen doof. Für mich. Für die Ureinwohner wäre es gut.
Aber wer denkt schon an die Urne? Auch Urne haben Gefühle. Ja, und? Ich habe auch Gefühle und will nicht gegessen werden. Danke. So. Das ist meine Meinung dazu. Ich könnte die Bäume, die hier am nächsten sind, eigentlich umfällen. Das wäre eigentlich die schlauste Wahl, die man machen kann. Tat. Okay, ich stopp den Timer. Dann mache ich hier jetzt diese 59 Teile da fertig. Wir hatten ja, hätten einfach... Oder ich mache das in der nächsten. Eine Folge könnte ich noch machen, ne? Ja, okay, dann mache ich da noch eine Folge draus, weil... Sonst habe ich irgendwie zu viel zu tun. Mal sehen. Ich muss ja auch noch andere Sachen machen. Wer hätte es gedacht, ne? So unerwartet, dass ich auch noch andere Dinge mache. So. Ich freue mich ja schon auf Sims 3 mit der Erweiterung. Oh. Wir haben kein Damage bekommen. Cool. Ich hatte gerade schon Todesfurcht. Ja, das ist dieses Teil. Okay. Also wir bauen da nichts mehr drauf. Haben wir uns darauf geeignet. Auch wenn ihr gar nicht mitlabern könnt, aber ich habe keinen Bock mehr, so viel zu bauen. Wir haben ja, es sieht zumindest dann ein bisschen wie ein Haus aus. Auch wenn es jetzt nicht kein hundertprozentiges ist. Ich springe jetzt immer runter, wenn es nichts tut, dann meinetwegen. Auf einmal tut's was in der nächsten Update-Ding da. Das wäre so doof. Irgendwie voll so rumgeflitzt. Was ist das? Alter! Hallo? Wer ist da? Hallo? Hallo? Mama? Oh. Ja, anscheinend nicht. Hier sind irgendwo Baumstämme runtergefallen. Ich könnte schwer nicht, ich habe Baumstämme gehört. Da ist wieder einer. Er ist da drin. Komme ich denn da rein? Oder ist es der? Das war der Timer. Jetzt hätte ich eigentlich... Also irgendwie kann ich den nicht weghauen. So wie ich mir das vorstelle. Ich will den da aber nicht. Der sieht hässlich aus. Genau, obwohl die eine Dame war gar nicht mehr da. Finde ich irgendwie schade. Hätte ich lustig gefunden, wenn die sogar nochmal gekommen wäre. Wäre bestimmt total witzig geworden mit ihr so. Vor allem, da ich sie ja eigentlich beleidigt habe. Die wäre bestimmt voll aggro gewesen. Wie kannst du das sagen, mich zu beleidigen? Ich bin wunderschön. Aha, bist du. Also ich weiß nicht, was sich die Menschen da denken, sich einfach die Haare so weg. Nee. Von Frau. Obwohl, gibt's Leute. Ja, keine Ahnung. Würde ich jetzt nicht machen. Wenn ich schon langes Haar hätte, dann würde ich's lassen. Habe ich aber nicht. Eher zu kurz. Nee. Naja. Eine Seite kurz, oben lang. So, müsst ihr euch das vorstellen. Dann mache ich halt den Baum weg. Wenn ich den anderen da unten nicht wegmachen kann, dann mache ich den weg. Mit Musik. Und wieder die Holzfällermucke, die wo alles wegreißen. Wir wollen alles wegreißen. Wir wollen alles wegreißen und ein Haus draus bauen. Ja, kommt gar nicht seltsam rüber, wenn ich es so mache. Bam, immer mit dem Kopf gegen den Baum. Damit begleichen wir unsere Sünden, dass wir diesen Baum weggeholzt haben. So quasi. Einmal gegen den Kopf. Dann passt es schon. Und die Rockermucke. Oder so. Also hätte ich jetzt Facecam, Leute. Wow, das sah gerade aus, als wäre so eine Hand ins Bildschirm gekommen. So. Dann hätte ich erstmal blöd geguckt. Wenn da einfach mal so eine Hand wäre.
So, hallo, ich bin der Hand. Kein Damage, okay. Boah, Alter, Leute, habt ihr das gesehen? Ich bin King Kong. Oh, das ist ein Fenster, oder? Ja. Kommt man da durch? Nee. Viel zu klein ist man dafür. Viel zu groß. Trifft's eher. Wenn man viel zu klein wäre, dann könnte man doch locker durch. Also irgendwie finde ich die Mucke ein bisschen übertrieben. Trifft's das? Keine Ahnung. Sie hat was. Spezielles. Angemerkt. So. Kann ich den Berg eigentlich auch hochjumpen? Bam. Ich habe mir eins geschnappt. Das platziere ich hier jetzt. Oh. Auch cool. Huch, hier liegt ein Baumstamm. Ist bestimmt von oben gekommen. Voll von oben. Da sind noch mehr. Gib mir die. Jetzt kommt der Typ wieder nicht drauf. Natürlich. Alter Junge. Mach die Tür. Da ist noch einer. Den benutze ich dann auch für die Tür. Das war ein Hasi-Job. Komm nicht durch die Tür. Muss ich mich da immer durchducken? Ich will hier hoch, ich will hier hoch. Lass mich hoch. Au. Also wenn das nicht wehgetan hat, keine Ahnung. Knöchel hätte man sich verstauchen können, schätze ich mal, von so weit oben. Ja, die Musik ist aber auch hammerhart, aber auch hammerhart schnell weg. Meiner Meinung nach. Ja, das Spiel ist schon cool. Ich könnte es irgendwie den ganzen Tag zocken. Den Baum kann ich wieder nicht wegmachen, weil er im Berg ist. Doof. Ich würde den gerne wegmachen. Wenn ich mich ducke, geht das? WTF, was machst du mit dem Baum? Was machst du mit dem Baum? Ich schwöre. Was machst du mit dem... Ich hole mir einfach den nächsten. Dann fällt den halt so, wenn dir das besser... Junge, entscheid dich mal. Ich glaube, der will sich nicht entscheiden. Dann mach halt den weg, wenn der besser gefällt. Meinetwegen. Wie viele haben wir denn noch? 38, oha. Es wären noch ein paar. Aber dann haben wir endlich das schöne Haus, das eigentlich viel zu klein ist für das ganze Holz. Ich meine, eigentlich müsste das doch viel größer sein, finde ich. Das sind doch Riesenteile. Dann so eine Mini-Hütte eigentlich. Keine Ahnung. Ich finde, dass so ein riesen Baum eigentlich ein bisschen mehr Holz hätte. Als für so ein Teil da. Das sind ja Mini-Balken. Manchmal sind es natürlich größere und manchmal kleinere, das ist klar, aber... Ist es sinnvoll hier runter? Zu springen. Geht. Ist möglich, also würde ich es auch machen. Hoch müssen wir halt immer auf einem Umweg. Hoch, da rollen die Teile schon runter. Miau. So. Ja, lange Baufolge, aber cool. Man muss sagen, wir haben viel erlebt. Oder auch nicht. Aber die Musik ist immer noch beste.
Ja, die ist cool. Die dauert auch wenigstens länger als die eine Abfällmucke, wie ich sie nenne. War die Spinne jetzt da schon immer? Nur so als Frage. Ich weiß nicht, ob das da schon immer war. Okay, ich hab's überlebt. Er hat den Sprung überlebt, oh mein Gott. Boah, Alter, nicht mehr lange, Leute, nicht mehr lange. Dann haben wir unsere Traumbude. Allerdings gehe ich erstmal pennen. Nochmal. Tag. Ja, wie langweilig. Wir können jetzt die ganze Zeit immer gut schlafen, so wie es aussieht. Finde ich gar nicht schlecht eigentlich, aber natürlich ein bisschen, ja, passiert halt nichts. Ich glaube, die gehen auch woanders Patrouille. Das heißt, wir werden irgendwann mal umziehen, dann haben wir wieder mehr Action. Wir werden ja nicht ewig hier bleiben, das wäre ja auch doof. Aber so ein paar Sachen werde ich hier schon anbauen. Ich will draußen noch so einen Garten machen, irgendwie so. Und Luchbraten. Oh, das mit dem Luchbraten kann ich schon mal auf meine Liste abhaken. Das haben wir ja gerade gemacht. So ein Zufall. Und nein, das habe ich nicht gerade erst erfunden. Und ich wollte meine Axt schwingen. Haben wir auch schon mal. Baumstämme? Außer da drüben? Alter, wie weit die manchmal rollen, ne? Das ist schon krass. So, 2 von 2. Ja, okay. Dauert zwar noch, aber wir bekommen das schon hin. Wir schaffen ja alles. Oh Gott, das ist immer so steil. Ich hoffe, da bricht sich nicht auf einmal was. Bah. So, dann haben wir da nochmal was fertig. Ja, wird ganz schön eigentlich. Mir gefällt's. Bah, wieso ist das manchmal so dunkel einfach nur? Es ist total dunkel, weißt du? Nicht so ein bisschen gedämmt, aber so richtig, so. Jetzt geht's wieder. Frag mich nicht, was ich falsch mache. Wahrscheinlich stehe ich in seinem eigenen Schatten. Der irgendwie 10 Kilometer war, oder wie? Alter, wie schwingt der? Egal. Fäll den Baum einfach. Wow. Dort oben. Der Baumstamm fällt nicht weit vom Stamm. Hust. Dieser Satz ergab so viel Sinn. Ich sollte damit einen Preis gewinnen. So, ich mach mal hier das hier hin. Ansonsten, jetzt haben wir hier einen kleinen Mini-Balkon halt noch, ne? Oh Gott. Ach, geh hoch. Junge, geh doch hoch. Boah, cool, ich hab's sogar hochgeschafft. Läuft. So, dann kann ich ja gleich noch einen Baum fällen. Dann mache ich einfach gleich den hier weg. Manchmal sind die so seltsam verpixelt, die Teile. Keine Ahnung, was da abgeht. Jetzt ist es ganz weg. Zumindest ruckelt es nicht. Das ist glücklich. Das ist immerhin schon mal was. Dass es nicht mehr ruckelt, finde ich schon gut. Vor allem, wenn die Ureinwohner ruckelt, das kannst du gar nicht. Das geht gar nicht. Ach Gott, in welche Richtung fliegt denn der? Echt, ey. Ich wusste, dass das irgendwann passieren würde. Ich wusste es. Sag mir ja nicht, ich wusste es nicht. Ich wusste es nämlich, dass das irgendwann sicherlich passieren würde. Aua. Das ist manchmal, ne? Wo bin ich denn da hoch? Ich bin auf irgendein Teil drauf, oder? Und dann da so hoch. Ach egal, ich nehme den Umweg. Ich benutze den Umweg. Das sind die. Ach, das sind eh noch welche. Na dann. Hat sich der Umweg auch gelohnt.
Der andere Weg, glaube ich, war eher Zufall. Ich wusste, dass sich der Typ irgendwann wehtun wird. Ich wusste es einfach nur. So. Hier der Balkon muss noch fertig gemacht werden. Und dann haben wir nicht mehr viel. Wir haben einfach nicht mehr viel, ja. Also allzu lange wird es gar nicht mehr dauern mit dem Teil hier. Manu. Ich würde sagen, wir haben noch genug Essen und so. Dann schaffen wir das noch. Das schaffen wir. Wie viele? 24? Ja, okay, das geht schon noch. Das schaffen wir locker. Das ist, als würden wir dreimal dieses Hunting Shelter bauen. Das geht ja auch schnell. Wie man einfach nur die Grillen hört. So schön ruhig. Ich mag das eigentlich voll. Ein bisschen Action schadet nicht, aber ab und zu einfach mal, wenn man nur bauen will, ruhig, Ruhe haben. Obwohl es eigentlich auch ganz nett ist, wenn sie ab und zu mal stören. Das ist gar nicht mal so schlimm. Tja, diese Mauer, die hier extra hoch ist, bringt sie irgendwie nicht, ne? Ich mach die natürlich trotzdem fertig. Einfach aus dem Prinzip. Aus dem Prinzip halt, ne? Aber theoretisch viel gebracht hat sie ja nicht. Und hier ist so eine Lücke, die müssen wir eigentlich schließen. Vielleicht machen wir da auch nochmal was hin. Ja, noch mehr. Oh Gott. Ich bin schon froh, wenn ich das hier eigentlich fertig habe. Ja, wisst ihr was, nächstes Mal bauen wir einfach diese große Hütte, wenn ich wieder sage, ja, ich will eine Festung bauen, hä? Dann bauen wir einfach diese Riesenhütte da, beziehungsweise dieses große Haus. Das, glaube ich, bekommt man schneller fertig als das, was ich immer bauen will. Das ist bei mir immer so. Bei The Forest braucht man halt länger, wenn man was bauen will, ne? You know. Sag bitte, hier liegt noch irgendwo ein Baumstamm. Nee, aber eine Schlammpfütze, die habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Obwohl, ich habe auch solche Adern, die so rausgucken. Ein bisschen. Auch nur ein bisschen. Das hat nicht jeder irgendwie. Zwar nicht so extrem wie bei dem, aber ein bisschen. Ich fälle den Baum von innen. Klingt seltsam, ist aber gerade so gewesen. So, wie lang haben wir denn eigentlich noch? Oh, ist schon 18:29 Uhr. Ich würde sagen, läuft. Dann haben wir zumindest was geschafft in dieser Aufnahme und haben halt längere Folgen dafür gemacht. Ne? Ihr werdet es nicht merken, ihr werdet es vielleicht angucken und euch denken, ja, wieso, lange Folgen sind doch eh nicht schlimm, hä? Was ist daran so krass? Aber es ist halt einfach viel dann zu rendern, weil es einfach länger dauert. Aber ihr solltet es eh nicht mitbekommen, den Stress. Was heißt Stress? Ich habe Tropico auch ein bisschen aus diesem Grund abgesetzt. Weil ich mehr Freiraum wollte. Ich habe übrigens Tropico noch nicht mehr gespielt seitdem. Also wird wahrscheinlich auch noch nicht so lange gehen. Schnell gehen. Ja. Ich zocke zurzeit, wenn dann Ender Games. Weil ich die ganzen Kids freischalten will. In den Ferien zumindest. Schaffen. Zumindest so viele wie möglich. Die ganzen Kids weiß ich jetzt nicht. Die Schlammpfütze erfüllt sich auch irgendwie ziemlich schnell nach, finde ich. Einfach zu schnell fast schon, ne? Außer es regnet. Ne? Ja, es regnet, ne? Dann ist eigentlich logisch, wenn eine Schlammpfütze kommt. Oh, wieder umsitzen. Das ist so unbequem jetzt schon geworden. Aber ich will die Hütte jetzt noch fertig bauen. Ich lasse das jetzt nicht unvollendet so. Auch wenn es ein bisschen unvollendet ist, aber scheiß drauf. Eigentlich müsste ich noch ein Dach, aber dann hast du irgendwie das Problem, dass du vielleicht noch ein Dach willst. Und auf einmal ist es ein Riesenhaus, aber du hast zu viel und ja. Das ist dann auch nicht, wenn du zu viel hast, ne? Du brauchst einfach viel zu lange. Ist das gerade ernsthaft in den Baum rein? Och, na. In den Berg rein. Der Baum in den Berg rein. Ja, ihr merkt, die Konzentration geht leck. Die Konzentration geht leck. Ich hab schon Lecks.
Boah, die Hände, ne, wenn die eingeschlammt sind. Boah. Was ist das eigentlich an seinem... Natürlich. Wieso renne ich da immer durch? Und wieso... Ja, ich sag nix. Hey, ist die Schlammpfütze schon wieder da? Dann kann ich ja nochmal durchlaufen. Blub. Oh, das erfrischt voll. Es ist eh so heiß draußen. So richtig schön und ich sitze drin. Und sorge dafür, wo es schön ist. Immerhin. Und dann kann ich ja auch baden, ne? Hier so in mein Planschbeckenteich. Eigentlich voll schön hier. Ich glaube, ich chill mal eine Runde. Ja, das ist ganz chillig so. Ein bisschen da rumlatschen, weil es einfach erfrischt so. Keine Ahnung. Platschgeräusch. So, jetzt habe ich wieder... Ich gehe ein bisschen auf Abstand. Sonst wisst ihr ja, was dann passiert. Ist da hinten... Habe ich gerade wieder abgewaschen? Nee, oder? Ich hoffe nicht. Dann wäre es wieder mal Schlauheit, ne? Dann wäre es mal wieder Schlauheit pur. Ist da... Natürlich. Natürlich. Jo, wahrscheinlich. Hä? Wo ist jetzt dieser Baumstamm? Der ist doch da irgendwo reingeglitscht. Voll der Glitch, Junge. Ich glaube, ich bekomme den nicht mehr. Nase juckt. Ja, meine Güte, schnauf halt nicht so. Also du willst was essen eigentlich, ne? Wir haben nur noch 10 Leute. Das ist Zeit. Ach, keine Ahnung. Ich esse jetzt erstmal was. Ja, ist er nicht so... Achso, das war ein Vogel. Das sah gerade aus, als wäre da so eine Spinne gekrabbelt. So voll die Fette. War so eklig, so... Das ist alles, Leute. Das wird bestimmt noch interessant, was dann noch alles geben wird. Kann man das Haus... Man kann ein Hausboot schon platzieren, okay. Was wollte ich machen? Achso, ja, eigentlich ein Lurch essen. Wir sollten mal wieder Lurche fangen. Was ist das da eigentlich? Marit Gold, oh, cool. Ich wusste gar nicht, dass wir die mitgenommen haben. Anscheinend geht das jetzt. Das finde ich auch sehr toll. Tolle. So, soll ich jetzt noch eine Extra-Folge anfangen? Hätte ich halt noch eine, ne? Ich mache noch eine Extra-Folge, ne? Ciao.